Farben, Wärme, Licht. Die Facetten unseres vertrauten Lebensraumes. Doch das ist ja nur der Teil, den wir jeden Tag sehen können. Die strahlende Oberwelt hat eine düstere Kehrseite. Unter unseren Füßen die Unterwelt. Klar, die Finsternis ist schon ein bisschen unheimlich, aber mich fasziniert sie trotzdem. Denn wo sonst auf der Erde gibt es noch so viel Unerforschtes? Das lichtlose Unterland ist in vielen Kulturen ein Ort, an dem das Böse herrscht. Wir teilen unsere Welt ein in oben und unten, wobei unten meistens die schlechte Seite ist. Der Hades, das Reich der Toten, die Hölle. Oben scheint die Sonne, aber hier unten wohnen die Monster und Dämonen. Der Untergrund ist ein Ort des Grauens. Keiner will dahin. Und das ist schade, denn es gibt hier unten wirklich unglaublich viel zu entdecken. Und tatsächlich hat die Unterwelt uns Menschen erst zu dem gemacht, was wir heute sind. Deutschland ist dicht besiedelt und so gut wie kein Flecken ist unberührt. Heutzutage ist es natürlich schwierig, überhaupt noch Neuland zu entdecken. Jeder Quadratmeter ist längst dokumentiert, kartiert, erschlossen, bebaut oder sonst wie genutzt. In so einer Beton- und Glaswelt ist ja gar kein Platz mehr für Fantasie und Abenteuer. Könnte man zumindest meinen, aber zum Glück stimmt das ja gar nicht. Manchmal muss man nur die Perspektive wechseln, um im Bekannten das Unbekannte zu finden. Unglaublich eng, kalt, nass, dunkel. Man muss schon wirklich ein Nerd sein, um hier freiwillig reinzugehen. Also, genauso ein Typ wie Stefan. Der wartet hier unten auf mich, um etwas zu zeigen. Ein Wunder, dass noch nie ein Filmteam zuvor besucht hat. Das stimmt doch, Stefan, oder? Genau, so ist es. Und wo müssen wir jetzt rein? Hier unten, und zwar auf Knien. Oh, direkt kriechen. Also ich war ja schon wirklich in vielen Höhlen, überall auf der Welt, aber sowas Krasses habe ich noch nirgends erlebt. Das ist das Windloch. Es liegt im Bergischen Land. Und die Höhlenforscher haben es erst 2019 entdeckt. Das ist ja unglaublich, dass man sowas hier mitten in Nordrhein-Westfalen finden kann. Und keiner hat es geahnt. Ja, einer der größten Höhlen Deutschlands. Aber sag mal, wenn das nie einer gewusst hat, wie bist du denn drauf gekommen? Also so ein Höhlenforscher wie du, gibt es da Indizien draußen? Ja, da gibt es Hinweise, denen man nachgehen kann. Das hier ist die Stelle, ne? Genau. Wenn ein Bach einfach im Untergrund verschwindet oder zumindest ein großer Teil von seinem Wasser, dann nennt man diese Stelle Schluckloch oder auch Ponor. Und das hier geht ganz tief rein, da ist so ein Ponor. Und wenn ein Höhlenforscher wie Stefan das sieht, dann macht er genau das da. Genau, wir schütten Uranin da rein, das ist ein hochintensiver Farbstoff. Und der zeigt uns, wo das Wasser hinfließt und vor allen Dingen, wie schnell es ist. Und das ist hier besonders interessant am Mühlenberg. In einem Kilometer Entfernung ist die Agger und das Wasser ist in weniger als 3 Stunden da. In einer sensationell schnellen Geschwindigkeit. Und das heißt, es fließt nicht durch enge Spalten, durch wassergefüllten Lehm, sondern es fließt durch offene Höhlengänge. Du weißt also, wo das Wasser herkommt. Stefan weiß auch, wo das Wasser wieder rauskommt. Was er noch nicht weiß, was macht es zwischendurch? Das ist natürlich gut für einen Höhlenforscher. Richtig, aber auch dahin zu kommen, ist eine arge Rampferei. Seit
Seit 1988 suchten Stefan und sein Team nach einem Einstieg in das Höhlensystem. Und schließlich entdeckten sie den entscheidenden Hinweis. Ein Luftzug aus einem handbreiten Loch. Sie haben ein bisschen gebuddelt und dann tatsächlich diesen Irrgarten entdeckt. Das ist doch mal ein Frosch. Aber auch wenn ich den küsse, der sagt nichts. Und das ist schade, denn wir suchen ja einen Wasserlauf. Und mit Wasser kennen Frösche sich ja aus. Aber bis jetzt ist der unterirdische Bach immer noch nicht aufgetaucht. Obwohl die Forschenden schon ein ganzes Labyrinth erschlossen haben. Stefan und Kollegen haben bisher 8000 Meter Höhlengänge vermessen. Und bei jeder Expedition kommen neue dazu. Den Bach suchen sie immer noch, aber gefunden haben sie etwas viel Tolleres. Ganz hinten in der Höhle. Da muss ich natürlich hin. Wir sind schon 2 Stunden vom Eingang weg. Und es ist noch echt weit. Aber der Stefan, der sagt, das lohnt sich. Weil am Ende ein Wunder auf uns wartet. Oder? Wo geht's lang? Links oder rechts? Ja, geradeaus. Für insgesamt 800 Meter haben wir 4 Stunden gebraucht. Jetzt hast du mich also stundenlang hier durch die Höhle gezerrt, um mir das zu zeigen. Genau. Diese Halle ist der große Wurf, das große Glück deines Forscherlebens, oder? Das kann man so sagen. Die heißen nicht umsonst die Bäume des Glücks. Die Dinger da, ne? Und wie viele haben wir schon gesehen auf der Welt? Wie viele Menschen? 6. Ich bin jetzt der 7. Du sagst es. Darf ich mal ein bisschen näher ran? Aber vorsichtig. Okay, ganz vorsichtig. Ist das nicht wunderschön? Und in diesem Raum waren bisher nur eine Handvoll Leute. Weniger als auf der internationalen Raumstation. Weniger als auf dem Mond. Dieses Gebilde da, das sieht ja aus wie eine exotische Pflanze. Oder man könnte auch denken, irgendeine Koralle, die aus der Erde herauswächst. Aber sowas gibt's nicht. Was das ist? Ein Kristall, ein Aragonit, um genau zu sein. Oder, wie die poetischen Höhlenforscher sagen, eine Eisenblüte. Und die da ist nicht die einzige hier. Und das hier sind bei Weitem die größten, die jemals gefunden wurden. Die allergrößte heißt Hydra und misst 1,20 Meter. Wegen dieser unglaublich verrückten Wuchsform werden diese Dinge auch Eccentrics genannt. Warum sie so exzentrisch wachsen, das kann die Wissenschaft noch nicht so genau beantworten. Aber sie weiß auf jeden Fall schon ganz genau, sie wachsen sehr, sehr langsam. Und das heißt, dass diese Hydra hier viele, viele tausend Jahre alt sein muss. Und das wiederum bedeutet, dass die Umweltbedingungen in dieser Höhle auch seit vielen tausend Jahren unverändert sein müssen. Oder anders gesagt, im Untergrund von Nordrhein-Westfalen ist schon seit einer Ewigkeit nichts los. Bis Stefan kam. Es gibt sie also doch noch, die Fantasiewelten. Und auch noch direkt unter unseren Füßen. Kein Wunder, dass sich Menschen seit jeher Fabelwesen ausdenken, die hier unten hausen. Viele Kulturen pflegen bis heute ihre Mythen und Legenden über Drachen. Aber wohl nirgendwo so intensiv wie in Slowenien. Früher fanden die Menschen hier sogar Beweise für die Existenz von Drachen, nach schweren Unwettern. Was dann aus der Unterwelt herausgeschwemmt wurde, hielten sie für Drachenbrut. Und wer sich in die Dunkelheit wagt, findet sie dort auch noch heute. Das größte Höhlentier der Welt. Es ist blind und fürchtet das Licht. Nur in der Finsternis fühlt es sich wohl, aber es ist kein Drache, sondern ein Grottenolm. Und der hat einige Tricks drauf. Er ortet seine Beute nach Geruch und bioelektrischem Feld. Außerdem ist er ein Energiesparwunder, ein Fastenkünstler und er kann steinalt werden. Die Olme leben nur in den Höhlen von Slowenien und den Nachbarregionen. Forschende beobachten sie hier in einem speziellen Höhlenaquarium.
und sie erleben dabei eine Überraschung. Hier im Posteuner-System leben schätzungsweise 30.000 Grottenäume. Aber bis vor ein paar Jahren wusste niemand, wie diese Tiere sich überhaupt fortpflanzen. Aber dann entdeckten Forscher in diesem Aquarium, das sie tief unten in den Berg hineingebaut hatten, eines Tages 64 Eier. Aus denen schlüpften Larven und aus denen wurden dann richtige große Grottenäume. Eine Weltsensation, denn sowas hatte noch nie zuvor ein Mensch gesehen. Wenn man sich die Tiere so anschaut, dann ist ja ganz offensichtlich, die Evolution legt keinen Wert auf gutes Aussehen, sondern bloß auf Effizienz. Und effizient sind diese Tiere ganz bestimmt. Die können 10 Jahre ohne Nahrung auskommen und im Notfall sogar ihren eigenen Körper verdauen. Sie sind halt die perfekten Höhlenbewohner. Aber ein Drache wird aus dem da nicht mehr. Und aus dem auch nicht. Also ich finde ja, die Olme haben recht wenig mit den Monstern aus den alten Geschichten zu tun, aber die Drachenlegenden sind in Slowenien allgegenwärtig. In der Flagge der slowenischen Hauptstadt Ljubljana zum Beispiel oder auf der Drachenbrücke. Dass dies eine Hochburg der Drachenmythen ist, verwundert nicht, denn die ganze Region ist ja so löchrig wie ein Schweizer Käse. Über 13.000 Höhlen lassen jede Menge Raum für geheimnisvolle Unterweltgeschichten. Kein Wunder, dass hier auch der Geburtsort der Höhlenforschung liegt, der Speleologie. Das nahegelegene Triest an der Adria ist seit dem Mittelalter eine florierende Hafenstadt. Als im 19. Jahrhundert die Bevölkerung schnell wächst, gibt es immer mehr Probleme mit dem Trinkwasser. Die Region bietet kaum natürliche Quellen und die Brunnen führen in Dürrezeiten immer zu wenig Wasser. Die Stadt ernennt eine Wasserkommission, um neue Vorkommen zu erforschen und zu erschließen. Die einzige bedeutsame Quelle in der Gegend ist die des Timavo. Hier sprudelt Wasser mit viel Druck aus dem Untergrund und ergießt sich schon nach 2 Kilometern ins Meer. Die Timavo-Quelle ist für die Triester aber schwierig anzuzapfen. Sie liegt mehr als 30 Kilometer entfernt. Aber man hat eine Vermutung. In den slowenischen Bergen verschwindet ein anderer Fluss im Untergrund, die Reka. Es ist deshalb wahrscheinlich, dass es einen unterirdischen Wasserlauf gibt, der unweit von Triest verläuft. Versuche, die gefährliche Bachschwinde der Reka zu erkunden, sind allesamt erfolglos. Und ihr Verlauf bleibt lange im Dunkeln. Doch der Ingenieur Anton Friedrich Lindner entwickelt einen kühnen Plan. Er will den versunkenen Flusslauf nutzbar machen, wenn nötig mit unterirdischen Dämmen und Stollen. Aber dazu muss er ihn erst mal finden. Einheimische zeigen ihm ein Erdloch, aus dem nach Unwettern die Luft wie aus einem Dampfdruckkessel herauspfeift. Für Lindner ein Indiz für einen Höhlenfluss. Doch was keiner dieser Pioniere ahnt, dieser Abgrund hat gigantische Ausmaße. Der Abisso di Trevigiano. Was für eine Entdeckung, eine Sensation. Denn damals, 1841, kannte man auf der ganzen Welt keine Höhle, die so tief ist wie diese hier. Die hatten ja gar keine Ahnung davon, was sie erwartet. Sie kletterten tiefer und tiefer und tiefer. Und das endete erst 300 Meter unter der Oberfläche. Und irgendwann erreichten die Männer dann diese fremdartige Unterwelt. Aber sie fanden auch das hier. Feines Sediment. Riesige Sanddünen. Lauter Indizien für die Existenz von Wasser. Nach all den Strapazen haben sie es schließlich tatsächlich geschafft. Sie haben den Timavo gefunden. Nur leider hat es ihnen überhaupt nichts genutzt.
Denn es gab damals überhaupt noch gar keine Pumpen, um Wasser aus dieser Tiefe hoch an die Oberfläche zu bringen. Das hier, das sieht jetzt zwar aus wie ein riesiger See, aber tatsächlich ist es ein riesiger und schnell fließender Fluss. Wenn ich da mein Papierbötchen draufsetze, dann fährt das mit der Strömung relativ schnell davon. Aber es wird nicht weit kommen, denn direkt hinter dieser Ecke verschwindet der Fluss wieder im Untergrund. Und er taucht auch ungefähr 30 Kilometer später erst wieder auf. Bis heute sind erst 15% seines Verlaufs erforscht. Ihr Trinkwasserproblem mussten die Triester anders lösen. Erst Jahrzehnte später zapfen sie den Timavo nahe seiner Mündung an. Zuleitungen werden entlang der Küste bis nach Triest gelegt. Der Höhlenfluss selbst bleibt unangetastet bis heute. Dass das Unterland hier so durchlöchert ist, liegt am Muttergestein. Die Region hinter Triest heißt Il Carso, schlicht der Karst. Sie hat damit einem der häufigsten geologischen Phänomene ihren Namen gegeben. In Karstgebieten verändert sich der Untergrund ständig. Auch Steine sind nicht für die Ewigkeit. Also heutzutage wird ja fast alles erforscht. Die Anthropospeleologie zum Beispiel beschäftigt sich mit den vielschichtigen Beziehungen von Menschen zu Höhlen. Was es alles gibt. Meine persönliche Beziehung zu Höhlen ist ja schnell erklärt. Viele blaue Flecken und noch mehr Staunen. Ist das nicht unglaublich? Diese Tropfsteine da, die sind doch faszinierend schön, oder? Und noch toller wird das Ganze, wenn man sich mal klar macht, dass diese Steine früher mal lebendig waren. Es sind die Überreste von Milliarden Meeresorganismen. Kalkstein. Und da Kalk wasserlöslich ist, waschen Regen und Flüsse hier riesige Höhlensysteme aus. Tropft kalkgesättigtes Wasser in einen Hohlraum, verdunstet es und der Kalk lagert sich wieder ab. Je nachdem, wie es tropft, sickert oder fließt, bilden sich immer wieder neue Formen. Man nennt sie Speleotheme. Aber für mich sehen sie wirklich aus wie lebendiger Stein. Auch an der Oberfläche formt der Karst bizarre Landschaften. Je regenreicher und wärmer das Klima, desto zerklüfteter. Überall dort, wo es einst ein Urmeer gab, ist Kalkgestein entstanden. In Deutschland sind etwa 20% der Fläche Karstgebiete. Das sind die hellen Flecken. Folglich gibt es hier die meisten Höhlen. Aber auch abseits der Kalksteingebiete kann die Unterwelt unberechenbar sein. Beispiel Harz. Im Süden der Region tut sich im Untergrund Seltsames. Mehrmals im Jahr öffnet sich an verschiedenen Stellen die Erde. 2010 verschluckt die Unterwelt in Schmalkalden über 20.000 Tonnen Erdreich. Und 2016 öffnet sich in Nordhausen ein 30 Meter breiter Abgrund. Über 10.000 solcher Erdfälle sind südlich des Harzes bekannt. Mancherorts scheint der Schuldige schnell ausgemacht. Die Erklärung für die Erdfälle, die scheint auch hier ganz offensichtlich zu sein. Hier liegen riesige Abraumhallen, Millionen Tonnen Material, die man im Laufe von 800 Jahren Bergbau aus dem Erdinneren hier hochgeholt hat. Aber genau wie vor Gericht ist auch in der Geologie nicht immer der Hauptverdächtige auch der Schuldige. Man muss halt genauer hinsehen, tiefer reingehen. Denn das Corpus Delicti, das liegt in diesem Fall ganz tief drin, da unten. Und das will ich natürlich sehen.
In Wettelrode fahre ich über den Röhrichschacht in ein stillgelegtes Bergwerk. Bis 1990 wurde hier Kupferschiefer abgebaut. Über 1000 verschiedene Schächte hat man in der Region in den Untergrund getrieben. Wirklich krass. Die Wände sehen hier aus, als hätte sich ein Pop-Art-Künstler verewigt. So unglaublich bunt. Hier, das Rote zeigt an, dass es hier Eisen gibt. Und das Grüne, Kupfer. Das oxidiert dann halt im Laufe der Zeit. So ähnlich wie bei einem alten Kirchendach. Wenn das Kupfer zu lange in der Luft ist, dann wird es halt grün. Sieht toll aus, finde ich. Die Farbenvielfalt hier insgesamt ist ein Beweis dafür, wie reich an Bodenschätzen die ganze Gegend ist. Im Laufe der Jahrhunderte hat man hier 22 verschiedene Stoffe abgebaut und dafür ungefähr 1000 Kilometer Strecke in die Berge reingewühlt. Ist natürlich klar, dass dabei Unmengen Steine und Erde bewegt worden sind. So weit unten, in diesem Fall etwa einen Kilometer tief, stößt man zwangsläufig auf Wasser, Grundwasser. Es spielt bei der Entstehung der Erdfälle eine Rolle. Wie genau, soll man tiefer im Stollen erkennen können. Doch dazu muss ich noch weiter, viel weiter. Drei Stunden. Dann bin ich endlich am Ziel. Das hier ist der Beweis dafür, dass der Bergbau nicht schuld ist. So sieht ein Erdfall nämlich von unten aus. Man kann klar das hier eingebrochene Material erkennen, das in den Hohlraum reingerutscht ist. Und dieser Hohlraum, den haben keine Bergleute hier reingegraben. Der ist auf ganz natürliche Art und Weise entstanden. Denn das hier ist eine sogenannte Schlotte. Schlotten gibt es in ganz klein und in ganz groß. Diese hier ist zum Beispiel über 20 Meter hoch. Es gibt auch sehr viele davon. Im Laufe der Zeit haben die Bergleute schon über 100 Schlotten entdeckt. Und das bedeutet, der ganze Boden hier ist völlig durchlöchert. Und dass es überhaupt Schlotten gibt, das liegt an diesem weißen Zeug hier. Diese weißen Flecken sind sogenannte Alabasterblumen. Das klingt zwar wertvoll, ist aber schlicht Gips. Und Wasser kann für diese Blumen fatal sein. Tatsächlich ist das alles hier Anhydrit, also Gips, aus dem die Feuchtigkeit entwichen ist. Und dieses Gipsgestein, das ist nicht nur wunderschön anzusehen, es hat auch noch eine Eigenart. Es ist nämlich viel wasserlöslicher als Kalkgestein, ungefähr 100 Mal wasserlöslicher. Während es bei Kalkstein sehr viel Niederschlag und damit sehr viel Zeit braucht, um Höhlen zu formen, reicht hier schon ein bisschen Grundwasser. Dort, wo es sich staut, löst es zunächst unbemerkt die Schlotten aus dem Gestein. Auf schlau heißt dieser Vorgang Subrosion. Offenbar wird das Desaster erst, wenn der Boden einstürzt. Und warum gibt es ausgerechnet hier so viel von dem löslichen Zeug? Der Grund dafür ist mal wieder ein Urmeer. Allerdings ein ganz besonderes. Vor 250 Millionen Jahren liegt das, was heute Norddeutschland ist, unter einem kleinen Meer, dem Zechsteinmeer. Das Besondere? Bald nach seiner Entstehung wird das Zechsteinmeer von den Urozeanen abgeschnitten. Es wird zu einem Binnenmeer. Was damals passierte, kann man heute an einem anderen Binnenmeer beobachten, dem Toten Meer. Wie damals das Zechsteinmeer trocknet es allmählich aus. Der Wasserspiegel sinkt jedes Jahr um etwa einen Meter. Der Weg zum Strand wird deshalb immer länger. Staudämme, die Zuflüsse abschneiden, beschleunigen die Austrocknung noch. Ein Phänomen zeigt ganz klar, wie sich die Geschichten vom Toten Meer und dem Zechsteinmeer gleichen. Entlang der neu entstehenden Küsten herrscht auch hier ständige Erdfallgefahr. Verantwortlich ist der gleiche Prozess. Wenn das Wasser verdunstet, wird es immer mineralreicher. Irgendwann fangen die Minerale an, sich abzulagern.
Die Regel ist einfach. Je leichter löslich ein Stoff, desto länger bleibt er im Wasser gelöst und desto später lagert er sich ab. Wie auch in Wasserkochern setzt sich zuerst der Kalk ab. Der leichter lösliche Gips folgt als nächstes. Zuletzt bleibt noch das übliche Kochsalz gelöst. Es bildet die letzte Schicht. Wo diese Schichten von Grundwasser unterspült werden, entstehen die Erdfälle. Genauso wie dort, wo in Deutschland einst das Zechsteinmeer austrocknete. Die Überreste des Zechsteinmeeres sind noch heute überall in Norddeutschland zu finden. Allerdings einen Kilometer unter der Oberfläche. Das hier ist Bord, eines der größten Salzbergwerke Europas. So riesig, dass die Arbeitsteams tatsächlich Autos brauchen, um ans Ende der Stollen zu kommen. Endlich hört das Ding mal auf. Ich mache da wirklich einen riesen Lärm und ich fühle mich jetzt total gepökelt. Im Grunde ist das eine zu groß geratene Bohrmaschine. Allerdings eine voll digitalisierte, die in genau vorausberechneten Abständen exakt 64 Löcher, solche Dinger da, in diese Salzwand bohrt. Und jedes davon ist auch exakt 7 Meter tief. Was die Männer da oben gerade machen, die Sprengstoffexperten, die pusten aus dem LKW den Sprengstoff in die Bohrlöcher rein. Und wenn sie die dann nachher alle gleichzeitig zünden, dann werden mit einer einzigen Explosion 1600 Tonnen Salz aus dem Berg rausgebrochen. Aber dann sollte man hier natürlich nicht stehen, also jetzt mal lieber schnell weg. Ist das nicht unglaublich? Dieses Salz hier, das ist schon vor 250 Millionen Jahren entstanden. Und es liegt hier in wirklich riesigen Mengen. Hier werden ja jeden Tag ungefähr 8000 Tonnen gefördert. Und trotzdem reicht der Vorrat noch für mindestens 25 weitere Jahre. Seit fast 100 Jahren wächst die unterirdische Planstadt, die schon 145 Millionen Tonnen Salz geliefert hat. Weltweit graben sich Menschen durchs Unterland, angeblich schon 50 Millionen Kilometer weit. Klar ist, ohne die Rohstoffe von Untertage wären wir nicht, was wir heute sind. Kein Wunder, dass sich viele Geschichten und Mythen um den Bergbau ranken und es sogar ein sagenumwobenes Bergvolk gibt, die Zwerge. In den Fantasy-Geschichten Herr der Ringe und der Hobbit wird ihnen ihre Gier nach Rohstoffen zum Verhängnis. In den Minen von Moria fördern sie das Edelmetall Mithril. Die Zwerge graben immer tiefer, zu tief. Denn dort lauert ein uralter Feuerdämon, der Balrog. Einmal geweckt, bringt er Tod und Verderben über das Volk. In dem Märchen steckt etwas Wahrheit. Zwar wütet kein Dämon in der Tiefe, aber feurig ist es. Denn unter uns brodelt Magma mit über 1000 Grad Celsius. Darüber liegt die Erdkruste. Sie ist im Durchschnitt 35 Kilometer dick. Aber nur in den oberen 5 Kilometern lagern die meisten Rohstoffe, auf denen der Wohlstand unserer modernen Gesellschaft basiert. Und wenn es für die Menschen nichts mehr zu holen gibt, entsteht in den Bergwerken manchmal neuer Reichtum. So wie bei Mayen in der Eifel. Gold, Silber, Diamanten, Eisen, Kohle oder Kobalt. Die Liste der Rohstoffe, die wir aus der Unterwelt holen, um in der Oberwelt ein gutes Leben zu haben, die ist fast endlos. Hier zum Beispiel hat man Basalt abgebaut und das schon vor 7000 Jahren. Denn aus Basalt kann man ganz prima Mühlsteine herstellen. Im 18. und 19. Jahrhundert war dann irgendwann Schluss mit den Mühlsteinen. Aber dafür sind dann hier immer mehr Tiere eingezogen. Inzwischen ist das hier das vielleicht wichtigste Winterquartier für Fledermäuse in ganz Europa.
Sie werden am Stolleneingang mit Lichtschranken gezählt. Und deshalb wissen wir, jedes Jahr kommen so ungefähr 50.000. Inzwischen wurden 17 verschiedene Arten nachgewiesen. Und einige von diesen Tieren kommen tatsächlich aus mehreren hundert Kilometern Entfernung hierher geflogen. Das hier sind große Mausohren. Und die machen jetzt gerade das, was Fledermäuse im Winter halt so machen. Sie hängen einfach nur so rum und schlafen. Die Fledermäuse zeigen, was Höhlen eben auch sind. Schutzräume. In diesem Fall menschengemacht. Aber es gibt auch Höhlen, die werden von den Tieren selbst zu Wohnquartieren ausgebaut. Am anderen Ende der Welt, in Borneo, gibt es dafür ein eindrucksvolles Beispiel. Und das habe ich mir vor einiger Zeit ansehen können. Hier leben Hunderttausende Fledermäuse. Und sie alle wohnen in nur einer Höhle, der Gomantong-Höhle. Dadurch, dass hier so viele Tiere atmen, reichert sich in der Höhlenluft Kohlendioxid an. Das verbindet sich mit der feuchten Luft. Und wenn es dann an einen so einen kleinen Felsvorsprung kommt, wie da links von mir zum Beispiel, dann kondensiert das Zeug und läuft an der Wand runter und ätzt den Kalkstein weg. Wissenschaftler schätzen, dass allein diese Halle hier um 50% größer geworden ist. Nur durch die Atmung ihrer Bewohner. Und damit sind die Baumaßnahmen der Fledermäuse noch nicht zu Ende. Noch etwas trägt zur Vergrößerung der Höhle bei. Das hier, Fledermauskacke. Ein Riesenhaufen. Hier unten kann man gut sehen, was diese Exkremente so anrichten. Die Höhlenwände, die sind hier schon richtig ausgebeult. Denn der Fledermauskot ist ätzend und voller Krankheitserreger. Deshalb das hier. Das macht denen da drüben aber überhaupt nichts aus. Denn dieser Kothaufen, der lebt. Millionen, vielleicht sogar Milliarden Kakerlaken. Und die fressen ganz überwiegend den Kot der Fledermäuse. Was sie auch mögen, wenn zum Beispiel mal eine tote Fledermaus von der Decke fällt, die wird natürlich auch verspeist. Das Ganze ist vielleicht nicht besonders schön, aber faszinierend. Eine ganz eigene Welt. Die Fledermäuse haben hier eine reiche Unterwelt erschaffen. Und das hat mancher auch draußen bemerkt. Kurz vor Sonnenuntergang gehen zehntausende Fledermäuse gemeinsam auf Insektenjagd. Doch die Jäger werden selbst zu Gejagten. Der Schwarm bietet zwar Schutz, aber nicht allen. Erst die Nacht bringt Sicherheit, denn dann haben die Fledermäuse einen entscheidenden Vorteil. Sie können sich ohne Licht orientieren, mit Ultraschall. Mit diesem Supersinn sind sie im Dunkeln klar überlegen. Nicht nur in der Nacht, auch in der Unterwelt. Viele Tiere haben sich an ein Leben im Untergrund angepasst. Die meisten sind eher klein, einige aber auch gewaltig groß. Der wohl mächtigste von allen lebte während der letzten Kaltzeit in Europa. Es ist die Zeit der Megafauna, der Riesentiere. Wollhammammuts teilen sich die Steppe mit gewaltigen Bisonherden. Die Gletscher aus der Arktis reichen bis nach Norddeutschland. Die Steppentiere nehmen lange Wanderungen auf sich, um auch im Winter genügend Futter zu finden. Doch nicht jeder Eiszeitriese wandert mit den Jahreszeiten. Höhlenbären fressen sich im Sommer ein Fettpolster an. Es klingt leichter, als es ist, denn sie sind größer als heutige Braunbären, aber anders als diese reine Vegetarier. Mit Beginn des Winters ziehen sich die Bären in die Höhlen zurück. Auch diese Bärenmutter mit ihrem Jungen. Doch ihr Winterschlaf wird nicht ungestört bleiben.
Ist der Winter besonders kalt, gibt's für Grasfresser wie Rentiere wenig Futter. Die Herden schrumpfen. Raubtiere finden dann kaum Beute. Diesen Höhlenlöwen treibt der Hunger in die Höhle des Bären. In der Dunkelheit bleiben ihm nur Geruchs- und Hörsinn zur Orientierung. Und es geht um Leben und Tod. Über 350.000 Jahre lang waren Höhlenbären die unangefochtenen Herrscher der Unterwelt Europas. Auch in Deutschland. Zum Beispiel in Iserlohn bei Dortmund. Allein hier in der Dechenhöhle sind die Überreste von Hunderten verschiedener Bären gefunden worden. Das hier, das ist so ein Ausgrabungsloch. Und da ragen die Knochen tatsächlich einfach so aus der Wand. Hier kann man das ganz klar sehen. Das war mal der Vorderlauf eines Bären. Oder da, da steckt auch ein ziemlich großer Knochen. Dass es hier unten so viele davon gibt, liegt daran, dass die Unterwelt eben oft bewahrt, was die Oberwelt vernichtet. Zum Beispiel wegen der Chemie. Erde entzieht Knochen ja Kalk und deshalb zerfallen die relativ schnell. Aber hier unten sind diese Knochen von einem Milieu umgeben, das an und für sich schon ziemlich kalkhaltig ist. Und deshalb passiert es hier unten eben nicht so schnell. Weil wir so viele Knochen von Höhlenbären gefunden haben, wissen wir auch relativ viel über sie. Zum Beispiel, dass sie sich mit ihren Nachbarn nie besonders gut verstanden haben, mit den Höhlenmenschen. Beweis: ein Bärenknochen, in dem noch immer die Spitze einer Lanze steckt. Als der moderne Mensch vor etwa 40.000 Jahren Europa erreicht, geht das für Höhlenbären und andere Riesentiere nicht gut aus. Sich mit einem Mammut anzulegen, ist zwar gewagt, doch unsere Vorfahren stellen ihn dennoch nach. In der Gruppe ist so erfolgreich, dass sie zum Aussterben vieler Riesentiere beitragen wird. In den harten Wintern nutzen die Menschen die natürlichen Unterkünfte. Zum Glück beherrschen sie schon lange das Feuer. Damit können sie unliebsame Höhlenbären vertreiben und die Höhle warm halten. Doch der Schutz vor Kälte war nicht der einzige Grund, weshalb es unsere Vorfahren in die Unterwelt zog. Was sie in Höhlen in ganz Europa hinterlassen haben, gibt uns bis heute Rätsel auf. Kunstwerke. Jahrtausende lang verborgen in der Finsternis der Unterwelt. Die Malereien zeigen das Who is Who der Eiszeitwelt. Pferde, Steppenbisons, Höhlenbären und Höhlenlöwen. Die Darstellungen finden sich oft erst hunderte Meter tief in der Unterwelt. Die Künstler haben offenbar mit Absicht schwer zugängliche Orte ausgewählt, um ihre Botschaften für die Ewigkeit zu hinterlassen. Was sie bedeuten, darüber können wir nur spekulieren. Aber ich finde, das Rätselhafte macht es ja gerade erst spannend. Einige der schönsten und besterhaltenen Höhlenbilder habe ich mir vor ein paar Jahren in Lascaux in Frankreich angesehen.
Diese Bilder sind vor ungefähr 20.000 Jahren im Schein des Feuers entstanden. Und das kann man heute noch spüren. Wenn ich sie mit meiner Fackel anleuchte, dann entsteht durch das flackernde Licht und durch die Struktur der Höhlenwand ein ganz besonderer Eindruck. Fast so, als würden die Tiere zum Leben erwachen. Die fast 400 Tierbilder an den Höhlenwänden haben viele kluge Köpfe beschäftigt. Eine Theorie lautet, die Abbildungen dienten vor allem dazu, das Jagdglück zu beschwören. Wahrscheinlich falsch. Denn ausgerechnet das häufigste Beutetier jener Zeit, das Rentier, ist kein einziges Mal abgebildet. Heute steht neben der Höhle von Lascaux ein originalgetreuer Nachbau. Und hier kann ich mir diese Bilder mal ganz aus der Nähe anschauen. Dieses Tier hier ist etwas ganz Besonderes. Denn es hat den Kopf einer Antilope, den Widerrist eines Bären, den Körper eines Nashorns, das Fell einer Raubkatze. Das ist ein Fabelwesen und verkörpert deshalb eine Revolution in der Menschheitsgeschichte. Nur der Mensch kann sich Dinge ausdenken, die es in der Realität überhaupt nicht gibt. Diese Kraft der Imagination und natürlich auch die Fähigkeit, anderen Menschen irgendwie davon zu erzählen, das sind die Voraussetzungen, um Kulturen, Kulte, Religion zu entwickeln. Die Unterwelt scheint mit dieser Entwicklung auf besondere Weise verknüpft. Mich überrascht das nicht, denn jeder, der eine Höhle betritt, spürt die besondere Atmosphäre. Hier gibt es weder Tag noch Nacht, weder Winter noch Sommer. Es ist eine zeitlose Anderswelt, in der Geister und Götter leben könnten. Vielleicht inspirierte das die Menschen dazu, hier ihre Rituale zu pflegen. Es scheint so, denn in vielen Höhlen wurden bis zu 40.000 Jahre alte Flöten gefunden. Und so haben sie wahrscheinlich geklungen. Es waren wohl Orte wie diese, an denen Menschen eine völlig neue Qualität des Zusammenlebens entwickelt haben. Ein Miteinander, das weit über reine Jagdkameradschaften hinausging. Faszinierend, oder? Höhlenmenschen haben also offenbar nicht nur stumpf auf die Mammutpauke gehauen, sondern waren überraschend feinsinnig. Und wir sollten umdenken. Höhlen sind keine Orte des Grauens, sondern die Quellen unserer Kultur. Hierher haben die Menschen ihre Toten gebracht. Hier haben sie Malerei und Musik erfunden. Hier haben sie Schutz gesucht. Hier haben sie am Lagerfeuer gesessen, sich Geschichten erzählt, neue Waffen und neue Werkzeuge entwickelt. Das hier ist tatsächlich der Ursprung unserer Geschichte. Ohne diese Unterwelt wären wir Menschen nicht, wer wir heute sind. Tschüss von unten und bleiben Sie fasziniert.